den Eingangsbereich und werde in die Glockenschuhe und habe eine Erzieherin mit Glockenschuhe. Ja. Das war auch sehr schön. Liebe Glockenschuhe. So, du hast noch was für die Kinder? Genau. Wir haben noch ein kleines Experiment. Mhm. Und zwar braucht man dafür 2 Luftballons. Ja. Nimm mal einen. Bitte welche Farbe das ist, Kinder? Danke. Weißt du auch, welche Farbe das ist, Fabian? Das ist gelb. Ja. Und einen roten Luftballon. Ja, hast du recht. Du hast auch rote Schrift auf deinem Hoodie. Genau. Genau. Und wir brauchen noch ein großes Geldstück, zum Beispiel hier 2 Euro. Zeig mal meine Kamera. Zwei Kamera, 2 Euro. Das können die Kinder gar nicht sehen. Naja, habe 5 Euro. Da gibt man dann eine Spardose. Genau. Oder man fragt die Mama oder den Papa. Oder die große Schwester, großen Bruder oder... Das geht auch. Irgendjemanden halt, ne? Ja. Und ein kleines Geldstück, wie zum Beispiel hier 1 Cent. Okay. Und dann? Dann tut man das Geldstück in den Luftballon. Ja. In den gelben Luftballon habe ich jetzt 1 Cent getan, das kleine Geldstück. Okay. Und in den roten Luftballon tue ich das große Geldstück. Mhm. 2 Euro. Da muss man schon ein bisschen so reinstopfen, ne? Ja. Ist ein bisschen schwierig. Und so ein bisschen mit Fingerspitzen das so ein bisschen reinfriemeln, ja. Aber jetzt ist auch das drin. Okay, und jetzt? Und jetzt blasen wir den Luftballon einmal auf. Okay, und... So. Und dann? Reicht eigentlich schon. Okay. Und dann gucken wir mal, wie sich das anhört. Wenn wir den Luftballon drehen. Gibt auf jeden Fall ein Geräusch. Das war jetzt mit dem kleinen Geldstück. Vielleicht magst du mit dem meinen Schnabel nehmen. Da kann ich mal festhalten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dann machen wir es gleich mal mit dem roten Luftballon, wo das große Geldstück drin ist. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ja. Bums! Ja. Jetzt sind wir mit dem Kleinen. Jetzt bin ich dran. Kleine Trommelgeräusche und? Große Trommelgeräusche. Große, tiefe Trommelgeräusche. Genau. Super! Was hat da keinen Noten reingemacht? Ja, sehr schön. Da kann man ja auch mit Musik machen dann. Genau, zum Beispiel. Das finde ich richtig gut. Na, das war ja mal richtig lustig. Das machen wir jetzt nochmal. Das finde ich ja noch besser ohne Knoten. Ohne Knoten ist ja mal richtig lustig. Ja, wenn man nicht... Fabulous, tolle Ideen hast du? Ja. So, komm mit 10 von 3 zurück, ja? Okay. 3, 2, 1 und... Also das könnte ich jetzt den ganzen Nachmittag spielen. Ich auch. So, da kommt ja deine Assistentin. Was sind die denn da? Danke. Oh. Ein Luftballon. Ein Luftballon. Ach, schau mal, der macht ja auch Geräusche. Ja. Oh, was ist denn da drin? Weiß ich nicht. Können wir mal nachgucken? Ja, gerne. Dann mach mal. Und... Fabio! Sag mal, was da drin ist. Pop-Pops! Da
Kopf. Ja. Hört mal, Kinder. Ja, die machen auch Geräusche. Sehr schön, Fabio. Das macht auf jeden Fall total Spaß. Könnt ihr die Kinder jetzt nachmachen, ne? Genau. Okay, dann viel Spaß beim Nachmachen, Kinder. Tschüss. Hört mal ein, du musst gleich mal wegmachen. Danke. Die Flippiretas, die Flippiretas, wir singen und haben Spaß. Wir sind kunterbunt und drum geht es rund mit viel Energie. Und Spaß ist das Ziel, davon haben wir ganz viel. Die Flippiretas, Flippiretas, wir singen und haben Spaß. Darum, liebe Leute, nehmt euch doch mal Zeit und macht einfach mit. Los, alle mal aufstehen. Ja, genau, auch du. Trau dich mit uns Flippiretas. Hab einfach Spaß. Die Flippiretas. Und das war's bis nächstes Mal. Ciao.